Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Hosenbörschens in Jülich. Ihr Hosengeschäft für höchste Qualität und Top-Beratung. Wir führen Mode für den Herrn und neuerdings auch für die Dame. Wir sind zu finden in der Marktstraße 7 in Jülich, direkt neben Intersport. Online-Radio Düren, sonntags wie immer on Tour in Sachen Fußball. Wir gehen in die Kreisliga zum Spiel vom FC Ruhrdorf am 10. Spiel. Auswärts im Karl-Knipprath-Stadion angetreten bei SC Jülich 10, die auch in dieser Saison mit einer fast kompletten neuen Mannschaft angetreten sind. Da läuft es auch nicht richtig rund. Ruhrdorf hat Startschwierigkeiten gehabt, aber heute hat es funktioniert vermutlich. Mehr zum Spielverlauf, Ausgang mit dem Trainer Jannik Schön. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Schön, 10. Spiel, soweit ich das jetzt im Kopf habe, heute, wie gesagt, im Karl-Knipprath-Stadion. Und da hat es ja richtig geknallt für Ihre Mannschaft. Ja, ich muss wirklich ein Riesenkompliment meiner Mannschaft ausstellen. Wir haben heute über 90 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht und daher auch verdient 6-0 gegen Jülich gewonnen. Ja, Sie haben es so weggenommen, 6-0 in Jülich gewonnen, das ist schon eine Hausmarke. Gehen wir mal in die ersten 45 Minuten, nach zur Halbzeit stand es 3-0. Marco Heck, Niklas Roos und Max Engel haben die Tore erzielt, dementsprechend, sag ich mal, hochzufrieden als Trainer. Ja, also erstmal muss ich sagen, es stand zur Halbzeit noch 2-0. Der Treffer von Max Engel, der war also am Anfang der zweiten Halbzeit. Aber ich war schon zur Halbzeit sehr zufrieden, habe ich den Jungs auch gesagt. Ich hatte wirklich wenig zu meckern. Der Rasenplatz in Jülich war schwer zu bespielen, deswegen war auch ein sehr kampfintensives Spiel. Aber wir haben es trotzdem geschafft, immer wieder auch fußballerische gute Situationen auszuspielen und wirklich richtig gut ins letzte Drittel zu kommen. Wie haben Sie die Mannschaft denn eingestellt zur zweiten Halbzeit? Sie haben es gerade gesagt, gelobt, dementsprechend auch vielleicht noch das ein oder andere mahnende Wort, nicht die Leichtigkeit jetzt, sag ich mal, im Vordergrund zu setzen? Ja, klar. Ich habe den Jungs natürlich gesagt, dass wir in den ersten 45 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dass ich wenig auszusetzen habe, aber dass wir natürlich in den zweiten 45 Minuten das gleiche Spiel, wenn nicht sogar noch ein besseres, dann auf den Platz bringen müssen, weil ich gehe mal davon aus, die Jülicher waren sehr unzufrieden, dann ist vielleicht auch das ein oder andere lautere Wort in der Kabine da gefallen, deswegen haben wir uns schon darauf eingestellt, dass da vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Gegenwind von Jülich kommt. Ja, ab in die zweite Halbzeit und ich glaube, Marco Heck hat den Torreigen der zweiten Halbzeit angestoßen. Ich glaube, das erste Tor war dann das 3-0 von Max Engel. Das war direkt 2-3 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und ja, dann war es 4-0 durch Marco Heck und dann ist 5-0 ein Eigentor. Waren auch alle drei Tore direkt in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit und danach war das Spiel gelaufen. Ja, hatten Sie denn Ihre Mannschaft so eingestellt, für die zweite Halbzeit, die erste Viertelstunde ein Feuerwerk abzubrennen, dass Jülich nicht mehr keine Luft mehr hat? Ja, wir wollten natürlich das 3-0 nachlegen. Wir haben jetzt damit gerechnet, dass Jülich, dass da ein bisschen mehr Gegenwind kommt und wollten halt dann erstmal hinten die Null halten und dann im Idealfall dann das 3-0 erzielen, dass das dann natürlich in den ersten paar Minuten der Halbzeit so gut klappt. Habe ich auch nicht mitgerechnet, aber ja, hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. Ja, als Trainer heute nicht mit dem auf dem Feld mal vielleicht so eine Schonzone eingesetzt. Wie haben Sie denn jetzt nach 10 Spielen Ihre Mannschaft, sag ich mal, zum Laufen gebracht? Der Start war ja nicht so optimal, viele Verletzte, die Vorbereitung vielleicht auch nicht so gut. Aber als Aufsteiger jetzt nach 10 Spielen schon mal 6 Punkte, ist ja eigentlich zu wenig für Ihre Ansprüche. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, wir haben wirklich eine schwierige Phase hinter uns, einfach aufgrund von vielen Verletzungen, die wir dann so nicht kompensieren können. Jetzt haben wir das Glück, dass der ein oder andere wieder zurückkommt. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall weiter Punkte sammeln, können uns jetzt nicht darauf ausruhen, weil unser Hauptziel ist, einfach zwei Mannschaften am Ende der Saison hinter uns zu lassen und nicht abzusteigen. Wie sieht es denn aus bis zur Winterpause? Noch 4 oder 5 Spiele. Die Witterungsverhältnisse sind natürlich jetzt nicht mehr so optimal. In Ruhrdorf unten in dem schönen Tal. Die Freitagsabendspiele sind also teilweise, sage ich mal, fraglich, oder? Ja, also wir hätten jetzt noch 3 Heimspiele eigentlich in der Hinrunde und ein Auswärtsspiel bei Fossenack.
Schwierig bei uns in Rudolf natürlich. Also durch die Witterungsverhältnisse, der Platz ist mitgenommen. Wir können noch nicht mehr in Rudolf trainieren. Trotzdem hoffe ich, dass wir das Spiel nächste Woche Freitag in oder gegen Hambach trotzdem austragen können. Also gegen den Tabellenführer am kommenden Freitag zu Hause ist natürlich ein Highlight. Und wie bereiten Sie jetzt die Trainingseinheiten vor? Sie haben es gerade angesprochen, die Bedingungen sind nicht optimal. Wie geht das Training denn vonstatten? Wir haben zum Glück die Möglichkeit, während der Wintermonate nach Linnich auszuweichen. Da ist ein Aschenplatz mit Flutlicht, dementsprechend werden wir dann doch trainieren. Und ja, ich versuche jetzt einfach, das positive Erlebnis, das wir jetzt haben, mit in die Trainingswoche zu bringen und den Aufschwung dann auch hoffentlich im Spiel gegen Hambach dann mitzunehmen. Jannik Schöning, FC Ruhrdorf zum Spiel heute im Karl-Knipprath-Stadion 6:0. Hohes Selbstvertrauen getankt und freuen sich natürlich auf das Highlight am kommenden Freitag zu Hause gegen den Tabellenführer, der 11 Spiele 11-mal gewonnen hat und souverän die Liga anführt. Vielen Dank, schönen Abend. Auch so.